Wir stehen am Beginn eines Wahlkampfs. Und was sagt man da? Man weiß ja noch gar nicht, wie es entwickeln wird. Aber ich darf drei Feststellungen treffen. Die erste. Die von 65 auf 67, nur bei uns Frauen war es jetzt so krass, heißt ja nicht, dass die Menschen länger in Brot und Lohn bleiben werden. Es heißt ja nur, dass die Frist, bis zu der sie endlich die Pension auszahlen, nächstens in die verstaatlichte Industrie, in den Straßenbau, in die österreichische Bildung, sprich in österreichische Strukturen investiert. Während die jetzige rot-schwarze Bundesregierung seit dem Jahr 2006 bis heute 65 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht hat, aber nicht in Österreich investiert hat, sondern in den europäischen Banken für die Pleitestaaten etc. das Geld ausgegeben wurde, anstatt im eigenen Land. Das ist ja überhaupt der größte Wahnsinn und die größte Unverantwortlichkeit schlichtweg. Weil da müssen wir alle in unserer Gesellschaft gerade stehen dafür und wir alle müssen es auspacken bis hin zu unseren Enkelkindern und wahrscheinlich auch die Urenkelkinder. Aber haben konkret, da haben wir nichts davon. Und genau dort sieht man dann, dass sie keine Nächstenliebe zur eigenen Bevölkerung leben. Weil wenn nämlich heute Familienbeihilfe und Kindergeld seit dem Jahr 2006 keine Inflationsanpassung erlebt haben, ja, dann gibt es eine kalte Enteignung der österreichischen Familien in Wahrheit. Wenn heute in den letzten Jahren die Pensionistinnen und Pensionisten keine Inflationsanpassung erhalten haben, dann ist das eine kalte Enteignung auf dem Rücken der Pensionisten. Oder wenn die Pflegegeldbezieher keine Inflationsanpassung erhalten, die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft, die Behinderungen haben und eine Hilfe brauchen und eine Pflege brauchen, dann keine Inflationsanpassung bekommen, dann ist das eine Entwertung des Geldes und letztlich auch eine Enteignung dieser Menschen auf dem Rücken der Ärmsten der Armen. Und ich sage es bewusst, ne? Wenn ich mir Rot und Schwarz und Grüne Politik anschaue, dann machen die heute Politik für die Wärmsten der Armen, aber nicht für die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft. Da müssen wir doch einmal uns alle wachrütteln. Menschen mit Charakter, und das ist keine Frage von Herkunft und Kultur. Jeder anständige Mensch, gleich wo er herkommt, ja, willkommen. Mit dem wird man normal umgehen und es wird überhaupt kein Problem geben. Aber was ich nicht will, und genau das passiert heute in unserer Gesellschaft, ist, dass uns Asylbetrüger auf der Nase herumtanzen. Das ist jene Situation, dass man Kriminelle nach Österreich importiert und untätig zuschaut, wie die unsere Häuseln und Wohnungen ausrahmen oder alte Frauen niederschlagen oder Frauen vergewaltigen und dann diese Menschen nicht abgeschoben werden. Bitte schaut sie bitte nicht weg, was da passiert an Fehlentwicklung. Wir zu Hause bei uns würden uns das nie gefallen lassen, was teilweise bei euch hier in Österreich möglich ist. Und wenn dann diese Kirchenbesetzer, diese Asylbetrüger aus Pakistan dann die Votivkirche besetzen, dann da habe ich keinen einzigen Imam in Österreich gehört, der sich zu Wort gemeldet hätte und gesagt hätte, bitte verlass die christliche Kirche und kommst zu uns ins muslimische Gebetshaus. Ne? Da war Schweigen im Walde, da habe ich nichts gehört. Ne? Da waren sie ganz wuchsmäßig still. Ne? Und da tauchen dann plötzlich irgendwelche Vereine auf, ja, die dann hier vorgeben, natürlich im Sinne der Humanität zu arbeiten. Ja, da muss man auch einmal diese Vereine hinterfragen. Diese Vereine, die sich NGOs nennen, ne? Diese Non-Profit-Organisationen, die angeblich nichts verdienen, ne? Die leben von unseren Steuergeldern. Die bekommen von Rot, Schwarz und Grün zig Millionen Subventionen im Jahr. 50 Millionen Euro im Jahr. Ja? Von allen anderen reden wir gar nicht. Das sind ja unglaubliche Fehlentwicklungen, wo man jedem anständigen Menschen, der wirklich verfolgt wird, so wie den Herrn Snowden. Ne? Der Snowden ist so ein klassisches Beispiel. Ne? Der sitzt in Moskau am Flughafen auf neutralem Gebiet, genauso wie man sich einen Asylbewerber vorstellt, und stellt anständig einen Antrag von Moskau an Österreich, ob wir ihn aufnehmen. Ein klassischer Asylwerber. Weil wenn der nämlich nach Amerika ausgeliefert wird, dann droht ihm wahrscheinlich nicht nur lebenslang, sondern vielleicht sogar die Todesstrafe, dass er diesen Spitzelskandal aufgedeckt hat. Aber da ist die österreichische Bundesregierung natürlich dagegen. Aber jeder, der illegal zu uns ins Land kommt, na, der kann einen Asylantrag stellen und uns jahrelang auf der Nase herumtanzen. Ne? Das zeigt ja dieses Muster dieser Herrschaft. Ne? Und ich sage daher, genau um diese Dinge geht es natürlich in vielen Bereichen, weil
sie insgesamt ein politisches Muster aufzeigen, wo wir Bürger heute keine Wertigkeit haben. Wenn wir heute die direkte Demokratie einfordern, na, da haben sie Angst davor, SPÖ, ÖVP und die Grünen. Jeden einzelnen Antrag im Parlament, wo wir für eine Verfassungsänderung eingetreten sind, wo wir gesagt haben, machen wir es doch wie die Schweiz, verbindliche Volksabstimmungen. Bei 100.000 Unterstützungserklärungen muss es auch eine verbindliche Volksabstimmung geben und das Ergebnis dann verbindlich umgesetzt wird. Alle unsere Anträge für die Einführung der direkten Demokratie sind von SPÖ, ÖVP und Grünen abgelehnt worden. Na, eh klar, weil sie Angst haben. Weil dann könnten sie nicht mehr mit ihrer Verfassungsmehrheit beim ESM-Diktat oder bei anderen Entwicklungen, wo sie gegen unsere österreichischen Interessen Entscheidungen treffen, so verfahren. Dann hätten wir die Macht auf Seiten der Bevölkerung und könnten solche Fehlentwicklungen mit einer Volksabstimmung stoppen oder außer Kraft setzen. Kann in unserer Heimat Österreich, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, etwas passieren kann, wovor sie massiv Angst haben, nämlich dass endlich Rot und Schwarz so eine Absage erhalten, dass sie weit unter 50% gemeinsam ins Liegen kommen, liebe Freunde, und daher nicht so weitermachen können wie heute. Und sie haben eine große Angst, dass wir als einziger ernstzunehmender Herausforderer, nämlich als drittstärkste Kraft im Lande, deutlich über 20% am 29. September erreichen können, dass vielleicht am Ende der Abstand zwischen dem ersten, dem zweiten und dem dritten so knapp ist, dass es vielleicht ein Herzschlagfinale werden könnte. Genau davor haben sie Angst und genau deshalb agieren sie so, wie sie heute agieren. Und ich sage euch eins, die Grünen Chlorophyll-Marxisten, na, bei aller Wertschätzung, also ich sage ganz, ich verstehe euch, lieber ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus. Das hältst du nicht aus. Ja? Das ist... Und dann gibt es noch den Frankie Boy aus Kanada. Ja? Wahrheit und Transparenz und Werte, wenn er kommt. Ne? Ja? Na, der soll einmal den Wert der Ehrlichkeit lernen und der soll einmal in aller Ehrlichkeit sagen, warum er ein Steuerflüchtling ist. Und warum er sich 10 Millionen Euro Steuern pro Jahr in Österreich erspart, weil er seinen Hauptwohnsitz gar nicht in Österreich hat, sondern mehr als die Hälfte des Jahres in Kanada wohnt. Ich meine, das nennt man Verarsche, ja? Aber das kann man das gar nicht bezeichnen. Da soll man seine Steuern da zahlen, da soll man seinen Hauptwohnsitz da anmelden und da soll man zeigen, dass er österreichischer Patriot ist, wie wir alle, wo wir im Land leben und zu unserer Verantwortung hier stehen. Das tut er nicht. Und keine Zeitung schreibt darüber, dass der ehemalige rote Bundeskanzler Franz Vranitzky dem Herrn Frank Stronach, als er nach Österreich kam, die verstaatlichten Betriebe zugeschanzt hat. Das lese ich nirgends. Der ehemalige rote Bundeskanzler Franz Vranitzky hat dem Stronach die verstaatlichten Betriebe zugeschanzt, mit Landesförderungen, mit Bundesförderungen, mit Kredithaftungen. Also ich sage ganz, so hätte ich auch gerne ein Unternehmen aufgebaut. Du kriegst ein Unternehmen geschenkt, dann kriegst die Landesförderungen, die Bundesförderungen dazu, die Kredite und die Haftungen der Banken und am Ende brauchst du Eigenkapital. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sowas passiert. Jetzt fängt es zum Regnen an, liebe Freunde. Wir sind nicht aus Zucker. Ich komme zum Schluss. Liebe Freunde, ich sage euch eins, lassen wir uns nicht unterkriegen und helft mit am 29. September für unsere Heimat Österreich.